Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzliche Willkommen zurück zum Let's Play Digimon World Next Order. Und ich wollte eigentlich gerade in die Stadt gehen, da habe ich auf der Karte gesehen, dass da hinten ein Digimon ist. Ein neues Digimon wartet auf uns und es ist Etemon, sehe ich von hier weiten schon, also. Wir gucken mal, was Etemon da hinten macht. Und ich hoffe, wir müssen nicht gegen ihn kämpfen, weil wir sind, glaube ich, ziemlich am Arsch, ne? Ja, so ziemlich am Arsch sind wir. Ich sollte also speichern, bevor ich gegen ihn kämpfe. Ansonsten landen wir automatisch in der Stadt. Ach, weißt du was? Scheiß drauf. Scheiß drauf, Freunde. Ich mag den Schwierigkeitsgrad. Ich sollte es mir nicht zu einfach machen. Hallo. Etemon. Langsam tauchen die Ultras auf. Oh, hey, du da. Komm mal her. Ich muss kurz mit dir reden. Das nächste Mal veranstalte ich die Aufführung, die ich mir immer im Knochenresort gewünscht habe. Im Knochenresort kann man jede Menge Berühmtheiten treffen, deshalb trainiere ich meine herrliche Stimme. Aber ob du es glaubst oder nicht, eine halbe Stunde vor der Probe hat die Katastrophe zugeschlagen. Die Batterie meines Mikros, einfach abgesoffen, einfach leer, einfach bzzz, tot war sie. Und du musst mir eine Ersatzbatterie bringen. Meine herrliche Stimme erreicht die Fans ohne Mikro nicht. Das ist ja schrecklich, du kannst auf mich zählen. Oh, du hilfst mir? Du guter kleiner Mensch, ich wusste es doch, dass ich dich aus der Menge herausgepickt habe. Das Mikro braucht eine Digi-Batterie. Wenn du bei einem Kraftwerk suchst, solltest du eine finden. Danke, Baby. Bei einem Kraftwerk. Ja, kann ich kurz vorbeischauen. Wir müssen immer noch Goblimon vernichten und... Goblimon? Die Ebene ist leer. LOL. WTF. Wieso ist die Ebene leer? Nur weil Etemon hier ist, oder was? So. Digimail. Wieso ist die Ebene leer? Lol. Naja, wir gehen erstmal zum Kraftwerk und gucken, was da so abgeht. Wahrscheinlich wird da ein heftiges Digimon sein, das gegen uns kämpfen will. Und dann gehen wir zurück in die Stadt. Weil wir keine Chance dann gegen dieses Digimon haben. So ist das. Ah, hier sind noch ganz viele Goblimon, ne? Ja, komm, vernichten wir sie alle. Eins. Doch, cool. Ihr habt die fein gemacht. Oh, durch die Ermutigung von Regi werden die Ergebnisse vervielfacht. Durch die Ermutigung von Zero werden die Ergebnisse vervielfacht. Sehr schön. Digitationsinfo von Centaurusmon TV und Digitationsinfo Barbamon. Naja gut, damit können wir noch nicht wieder anfangen. Wir müssen 10 von diesen Goblimons fertig machen. Das war Nummer 2. So, dann gehen wir direkt auf Nummer 3 zu. Das war Nummer 3. Und Nummer 4. Ich weiß nicht, ob da oben noch mehr herumhocken, aber wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich sind da andere Digimon. Aber ein bisschen gratis Fleisch, wieso nicht? So, dann ernten wir hier mal. Ist das schon eine Batterie? Nein, das Holz. Naja, ein bisschen Holz. Und ich sehe hier einen Digipilz. Also ich werde erstmal Materialien sammeln. Ich werde sie jetzt, glaube ich, nochmal alle mit Fleisch füttern. Beim nächsten Mal, wenn ich genug Materialien habe, werde ich sie mit anderem Zeug füttern. Ich denke, das ist vernünftig. Nein, ihr seid keine Goblimon. Gut, lassen wir uns überraschen. Das ist Kraftwerk 2, aber das ist das einzige Kraftwerk, was wir kennen derzeit. Oh, hier ist etwas heruntergefallen. Ah, nur Digisäure. Ah, das sieht mir noch nach einer Batterie aus. Ihr wollt mich doch verarschen, oder? Ich kann nicht noch mehr was?
Wollt ihr mich verarschen? Hä? Mein Inventar ist leer! Es ist L-I-I-R. Okay, wir gehen kurz in die Stadt zurück, kommen dann wieder. Da müsste ich ja leer sein. Ich werd alles ins Lager packen. Alles ins Lager. Und dann hole ich mir ein paar Autopiloten, damit wir nicht mehr zurückrennen müssen. Ich hasse es, zurückzurennen. Sinnloseres kann man nicht machen. Ich find's ja crazy, dass die nahe Ebene jetzt geleert wurde. Natürlich. Aber ihr schafft das schon. Oder du schaffst das. Der Einzige, der auf die Toilette muss, ist nämlich Zero. Und deswegen... werden wir warten, bis wir in der Stadt sind. Ja, ja. Ich weiß, dass die Toilette ziemlich nah dran ist. Aber das ist mir egal. Das liegt nicht auf unserem Weg. Hörst du, Zero? Es liegt nicht auf unserem Weg. Denn Zero weiß, müsste eigentlich wissen, dass ich Toiletten immer nur benutze, die auf dem Weg sind. Das müsste er wissen. Er ist ja auch schließlich ich. Wir hätten das Edemon schon haben können, ey. Naja. Oh nein, wenn wir jetzt dann noch eine halbe Stunde quatschen, dann scheißt der Zero auf den Boden, ne? Naja. Ist mittlerweile Nacht geworden. Wir haben alles von Herrn Mameo gehört, Zero. Inklusive meiner Vorstellung und der Erklärung meiner Unschuld. Also, Zero, da du nun einmal hier bist, lass uns gleich zur Sache kommen. If this Mirai is to be believed, the BH program would seem to be the root of our troubles. Wenn man dieser Mirai glauben kann, dann ist das GH-Programm der Grund für all unsere Probleme. Dafür, dass diese Digimon sich in Machine Dramon verwandelt haben und... Omegamon's Wort D, the Enforcer. To think that even he's been infected. Omnimons waren der Vollstrecker. Unglaublich, dass sogar der infiziert wurde. Omegamon's Wort D, huh? I wonder if he'll end up turning into a machine Draymond too. Omnimon Sword N, hm? Ob er sich wohl auch in einen Machine Draymond verwandeln wird? Any thoughts as to how the user behind the BH program could have disseminated it? Irgendeine Idee, wie der Schöpfer des GH-Programms es verteilt haben könnte? Not a one. Keine einzige. Keine? Still, if someone made this virus, there ought to be a way of making an antivirus program to counter it. Aber wenn jemand diesen Virus erstellt hat, dann müsste man doch auch ein Antivirusprogramm dagegen schreiben können. Of course, discovering the hacker behind the BH program would be a great step forward as well. Natürlich, den Hacker, der hinter dem GH-Programm steckt, zu finden, wäre auch ein großer Schritt nach vorne. Guess that's gonna be our job, right? Das ist dann wohl unsere Aufgabe, was, Zero? This Mirai lady said you'd meet her again, didn't she? Die... I've got a few things I'd like to ask her. Diese Mirai-Frau hat doch gesagt, dass ihr euch wiedersehen würdet, oder? Ich habe da ein paar Fragen an sie. We'll speed up our plan to develop an antivirus program. Mr. Mameo, might I ask you to tell us more about Machine Draymond? Wir müssen den Plan, ein Antivirus-Programm zu schreiben, schnell umsetzen. Herr Mameo, dürfte ich Sie bitten, uns mehr über Machine Draymond zu erzählen? Alright. That's easy enough. Okay, das ist einfach. I guess we made a little progress, right? We should get back to work. Gotta feed Rika and the others too. Ich glaube, wir sind etwas vorangekommen, nicht wahr? Wir sollten uns wieder an die Arbeit machen. Rika und die anderen müssen gefüttert werden. Und Zero muss auf die Toilette. Dringend. Dringend. Der kackt mir sonst hier gleich auf den Boden. Zentrum. Hey, did you get the feeling that Mirai, what's her face, knew us somehow? Hey Zero, hast du das Gefühl, dass diese undurchschaubare Mirai uns irgendwie kannte? True that.
She was calling you by name. She didn't recognize me or Kota right away, though. Ja, das stimmt. Sie hat dich beim Namen genannt. Kota und mich hat sie allerdings nicht erkannt. Why did the three of us get pulled into this world anyway? Maybe it does have to do with that tournament back then. Warum wurden wir drei bloß in diese Welt gezogen? Vielleicht hat das ja doch irgendwas mit diesem Turnier auf sich. But Mamiya wasn't Shoma Suzuki after all. Maybe it was just a coincidence? Aber Mamiya war nicht Shoma Suzuki. Vielleicht ist es nur ein Zufall. I wonder. Let's ask next time we see him. Ich frage mich, lasst uns fragen, wenn wir ihn wieder begegnen. Lass mich die Toilette benutzen. Shoma Suzuki. It couldn't be. Shoma Suzuki, das kann nicht sein. Got a second? Oh, ich habe gute Neuigkeiten. Gotsumon ist nach Floatien zurückgekehrt. Gotsumon? Den habe ich aber nicht geholfen. Er meinte, er würde gerne mit den Bauarbeiten zusammenarbeiten. Wahrscheinlich mag es Handwerksarbeiten. Der Wohlstand der Stadt liegt jetzt bei 29. Hä? Ach komm! Here we go. Auf geht's, Zero. I came up with a general outline of how things will go and wanted to give you a rundown. Ich habe eine grobe Skizze dessen, was passieren wird, gemacht und möchte das kurz einmal mit euch durchgehen. That Mirai woman still hasn't reappeared, and it looks like analyzing the BH program will take a good long while. Diese Frau Mirai ist noch nicht wieder aufgetaucht und es sieht so aus, als würde die Analyse des GH-Programms ziemlich lange dauern. We'll need to gather a whole lot of different data to code an antivirus program too, and that'll take some work. Für ein Antivirus-Programm müssen wir viele verschiedene Daten zusammentragen und das erfordert etwas Arbeit. So we've decided that your job will be finding helping hands and protecting the Digimon that aren't affected. Deshalb haben wir entschieden, dass ihr uns Hilfe suchen und die Digimon beschützen werdet, die nicht betroffen sind. I've told Kota and Hamari the news by Digimail. Ich habe Kota und Hamari per Digimail informiert. I would have liked to just tell you by Digimail too, but I've actually got something to discuss with you, just between us. Ich hätte dir auch gerne eine geschickt, aber ich muss etwas mit dir unter vier Augen besprechen. I want to give you this. I know it might be a bother, but just do me a favor and take it. Ich möchte dir das hier geben. Ich weiß, dass es eine Last sein könnte, aber tu mir bitte den Gefallen und nimm es. Du hast von Mamiya den Prototyp eines Antivirus-Programms bekommen. It's a prototype antivirus program I made based on my own research. You might have had a glimpse of it earlier. Das ist der Prototyp eines Antivirus-Programms, das ich auf Grundlage meiner eigenen Nachforschung erstellt habe. Vielleicht hast du es schon einmal gesehen. I tried injecting it into a Digimon that was about to be altered, so it wouldn't become a machine Draymon, but... Ich habe versucht, einen Digimon hineinzuinitiieren, der kurz vor der Verwandlung in einem Maschinenraum stand, aber... While it did slow down the process, it couldn't stop the transformation completely. Es hat zwar den Prozess verlangsamt, konnte die Verwandlung aber nicht komplett aufhalten. But hey, at least it showed some results. Aber hey, immerhin hat es ein bisschen gewirkt. Warum solltest du mir das geben? Das ist irgendwie dubios. Du bist ziemlich eifrichtig, wa? Warum solltest du mir das geben? Because I like you. No, not really. Weil ich dich mag. Ah, nein, nicht wirklich. This will disappear if it's copied. And I only made one. So I wanted to deliver it by hand. Wenn es kopiert wird, verschwindet es und ich habe nur ein einziges Exemplar gemacht. Ich wollte es dir persönlich überreichen. Ich hatte zuerst überlegt, auch Digimon und Taumon eins zu geben, aber... Da du dich am meisten außerhalb der Stadt aufhalten wirst, dachte ich, es würde dir am meisten nützen. Nur so ein Gedanke. Ich habe da etwas, das ich allein untersuchen möchte. Ich sage dir Bescheid, wenn ich etwas Nützliches finde. Bis später. Ja, du darfst. Komm, schnell. Holy shit. So. Ah, die Zufriedenheit beider ist auf jeden Fall sehr gut.
Wir haben 8 CP, ZP noch, ne? Wir sind auch wieder fast aufgeladen, das ist nice. Was wollte ich jetzt machen? Zehnmal, genau. Zehnmal Punkte erwerben. Ich könnte mehr tragen. Könnte das natürliche Leben noch mehr erhöhen. Ich glaube, das ist auf jeden Fall der nächste Schritt, den ich mache. Denn das natürliche Leben ist nicht die HP, sondern einfach nur die Lebensdauer. Ist ein bisschen schlecht übersetzt worden, glaube ich. Gut, Digimail. Ich bin an einem Ort mit Kabeln. Ich sehe auch Gras und Bäume. Bitte komm und rette mich. Du siehst ziemlich gruselig aus. Na gut. Gehen wir zum Lager. Ich werde jetzt alles reinlagern, was geht. Einlagern. Ihr wollt mich doch verarschen. Ich habe die Digi-Batterie in der Tasche. Da stand doch, du kannst nichts mehr davon tragen. Hä? Ich drehe durch. Ah. Das ist doch echt nicht möglich. Ach, das Digimon da oben ist man noch da, ne? Ich werde es einfach mal just for fun mal wieder besiegen. Einfach um zu gucken, wie stark ich mittlerweile geworden bin. Und ich wette, irgendwann wird da oben auch ein anderes Digimon sein, das ich rekrutieren kann. Ansonsten kann ich mir diese Stelle nicht erklären, warum da so ein Stufe 6 Fugamon ist. Wieso war da unten jemand, der geflohen ist? Ist ja lustig. Tot. Heilungsdisk. 950 Bit, also hier kann man gut Bit sammeln bei dem. Sieg und, wieso? Ach nee, die Digimon sind wieder da, hä? Ach so, da waren keine Digimon, weil wir da gespawnt sind. Ach so. Klar, logisch. Jetzt sind sie natürlich wieder da. Okay, er meinte ja, in der Mail, da sind ganz viele Kabel und wenn ich so auf die Karte gucke, steht da zur alten Kabelbahn. Also, vielleicht wird er für uns den Stein zerschlagen. Ich glaube es eher weniger, aber die Hoffnung stirbt zuletzt, Freunde. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Naja, auf jeden Fall haben wir jetzt viel zu tun. Wir haben jetzt diesen neuen Weg. Wir gehen jetzt gleich nochmal zur Kabelbahn und ich habe vergessen, Autopiloten zu kaufen. Aber vielleicht treffen wir unterwegs ja irgendwo noch so ein Ständer, wo wir was kaufen können. So, die nehmen wir auch nochmal mit. Oh, du bist es. Und sieh an, du hast mir eine Batterie für mein Mikro gebracht. Yay. Dann mal los, ich stecke sie hier rein und dann... Räusper, Test, Test, 1, 2, 3. Oh, ah, kiss mich, Baby. One more time. Ah ja, perfekt. Nun kann ich so viel, wie ich will, für den Auftritt üben. Ach, und noch was, ich habe die Bühne noch nicht gemietet, Baby. Kostet nur 10.000... Hey, nein, war nur Spaß, Baby. Ich frage einfach in der Stadt herum. Bin ja mal gespannt, was der Haudegen da in der Stadt macht mit seinem Mikro. Ich hoffe, nicht singen. Plötzlich ist da andere Musik. Das wäre ja schrecklich. Gut, ich würde sagen, wir gehen zur alten Kabelbahn. Wir gehen in einer Stunde circa schlafen. Und dann gehen wir ins neue Gebiet. Und früher oder später müssen wir die alten Gebiete nochmal abklappern, um zu gucken, ob sich da was verändert hat. Und nach dem neuen Gebiet, wenn wir da wirklich nicht weiterkommen, gehen wir zum Modschiff. Und mittlerweile müssten wir da easy durchkommen. Na komm, nimm alles, nimm einfach alles mit. Noch mehr. Übrigens, wenn wir das jetzt mal in der Stadt sind, sollten wir auf jeden Fall wieder zum Baumeister gehen. Ich darf da keine Zeit verschwenden. Ich muss immer bauen, sobald ich kann. Damit wir es im Let's Play vielleicht noch hinkriegen. Da ist er doch. Geht mir aus dem Bild. WTF?
Bist du gerade gegen die Wand gelaufen? Das ist doch nicht dein Ernst, ey. Habe ich euch noch nicht fertig genug gemacht, oder was? Ich hab die wohl noch nicht so oft besiegt. Die Herren Kollegen. Was bist du denn für ein hässliches Viech, sag mal? Ich sammle erstmal das. Guckt ihn euch an. Was ist das? Bist du so eine Art Katze? Hässlichste Katze der Welt. Das ist nicht so dringend. Achso, Essenszeit, achso. Ich müsste aber noch gar nicht schlafen. Ready? Na gut, dann hier. Was bist du? Und wer bist du? Ich habe deine Digimail bekommen. Digimail? Ich kann mich nicht daran erinnern, eine geschickt zu haben. Lass mich überlegen. Ah ja! Darf ich dich um einen Gefallen bitten? Es gibt da einen unheimlichen Digimon auf der Welt. Nee, es gibt da einen unheimlichen Digimon auf der weiten Hochebene. Dort, wo die Bäume sind. Bist du stark? Wenn ja, dann kümmere dich bitte um den Digimon. Bitte, ich werde auf dich warten. Auf den weiten Hochebenen? Was soll das sein? Der Stein ist immer noch da. Ich will das unheimliche Digimon auf der Ostseite der weiten Hochebene loswerden. Ist da ein Digimon? Ich verarsch dich. Haha. Oder auch nicht. Er hat mich verarscht. Verdammt. Ja. Sehr schön. Ja, habt ihr fein gemacht, Leute. Habt ihr fein gemacht. So, Granko Wagamon Sieg und Barbamon Geschwindigkeit. Wir werden das sowieso nicht schaffen. Aber wir sammeln schon mal die Daten, ne? Früher oder später kriegen wir unsere Megas. Früher oder später. Solange müssen wir uns noch mit den Ultras bedienen. Ach, du sollst der starke Digimon sein? Huch, was willst du, Mensch? Würdest du bitte gehen? Was, worum geht's? Wirfst du mir etwa irgendwas vor? Halt, jetzt sag nicht, das komische, kleine, unheimliche Ding ist dein Freund. Du hast vielleicht Nerven. Ja, es ist wirklich unheimlich. Es ist wirklich, wirklich unheimlich. Schön verlangsamt. So gefallen mir die Digimon. So, gleich kommen die Ultis. Ah, super. Lasst mir doch was übrig für die Ulti. Kaboom. Warte mal kurz. Wenn du wirklich Makeos Freund bist, dann verrat mir etwas. Was geht hier vor? Maiko hatte sich verlaufen und hatte Hunger. Deshalb wollte ich ihm helfen. Dann habe ich plötzlich Kopfschmerzen gekriegt und habe kurz das Bewusstsein verloren. Als ich wieder zu mir kam, war mein Essen weg. Wahrscheinlich meine Schuld, weil ich so naiv war. Bist du sicher, dass du nicht gerade auch aufs Kreuz gelegt worden bist? Du siehst auch ziemlich naiv aus. Herrje, ich verschwinde hier. Bis später. Pass auf dich auf. Kleines Dreckstück, du! Komm her! Ich mach dich kaputt. Ist wahrscheinlich weg, oder? Nein, das ist noch. Blödes Viech. Jetzt habt ihr plötzlich Angst vor mir, ne? Komm. Was zum? Muss ich nicht verstehen, oder?
Die waren vielleicht mutig, weil sie zu zweit sind. Aber guckt euch an. Ihr solltet Angst vor mir haben. Danke für das Angriffsplungen. So, Freunde. Was hat es mit diesem hässlichen kleinen Ding auf sich? Es ist verdammt gruselig. Finde ich zumindest. Erfahren wir das morgen, würde ich sagen, ne? Ich kann nicht deuten, ob er böse guckt oder ob er nett guckt. Er guckt einfach scheiße. Gut, wir sehen uns morgen zu einer neuen Folge. Wenn euch die Folge gefallen hat, drückt mir einen Daumen nach oben. Würde mich sehr freuen. Haut rein, euer Zero. Tschüss.